Es geht weiter. Ja. So, bei dem Niveau sind wir schon angekommen. Bei dem Niveau sind wir und man könnte... Guck dir diese GZ-Eintreiber da an. Man könnte durch den Boden glitschen. Oh, Reh. Quickie vorbei. Was? Das ist ein Downey. Möge das Sterben beginnen. Oh ja, wird es. Ja, was ich übrigens nicht weiß, ist, was ich gleich machen muss, weil die Kamera so scheiße ist. Also, wir hatten ja eben das Problem, dass sie nicht weitergeklettert ist. Und ja. Ich weiß halt leider überhaupt nicht, warum. Mach irgendwas. Ich weiß nicht, wo du jetzt hin musst. Guck mal, also wie soll das denn... Wie soll das denn gehen? Hä? Müssen wir zweimal starker werden? Ja. Das reicht ja hinten und vorne nicht. Links, sagen die Leute. Links. Ich dachte, wir sollen aus der Kuppel klettern. Eine 5. Eine 5 ist ein Satz aus Seite X seines Buches. Ach, die Bücher Scheiße. Sind leider... Ja. Vorsicht. Nein, was? Was? Das ist jetzt nicht gut. Scheiße. Pause. Pause. Ihr gönnt uns, Pause. Dass wir das Spiel pausieren dürfen, oder? Ja, klar. Pausieren, Schlafsaufen. Da ist eine Platte, wo du Pause machen kannst. Okay. Ich lese vor aus der Besuch der alten Dame, wenn meine Mutter vorbeikommt und... Spaß. So alt ist sie gar nicht. Nur ein bisschen. Wir lesen vor aus einer random Seite, die ich gerade durch random Aufschlagen bestimmt habe. Und es ist folgendes. Petersche Scheune. Anders. Meine Damen und Herren, nach den Aufnahmen im Geburtshaus und dem Gespräch mit dem Pfarrer wohnen wir einem Gemeindeanlass bei. Denn wir streamen heute Angel of Darkness. Das ist der der Gemeindeanlass. Und jetzt saufen! Ist das dein Ernst? Du hast die alte Dame durchs Haus geworfen. Ist dir das klar? Es gibt doch... Man kriegt doch 3 Wochen Pech, wenn man eine alte Dame durchs Haus wirft. Ja, das war damals meine Schullektüre. Ich lese sowas nicht freiwillig. Das war klang gerade original, wie das Lachen von dem Lied der Bloodhound Gang. Well now. Yup. Ja, jetzt haben wir wieder diesen wunderschönen Effekt hier. Nein, Lara, bleib doch, bitte. Warum? Ja, weil ich erstmal... So. Also, wir sollen nach links klettern, sagen die Leute. Nur wann? Das könnten wir rausfinden. Doch, Crystal Blue, mit Schullektüre darf man so umgehen. Dreh dich bitte. So. Da wird die Platte sein. Also da um die Ecke dann, oder? Ja. Ich wüsste nicht, wo sonst. Willst du es versuchen, oder? Ich probier's. Also erstmal einfach weiter, also immer weiter nach oben klettern. Warum? Warte, lass noch mal, geh nochmal zurück. Ja, wie? Runter. Okay. Das war ja jetzt irgendwie ein doofer Ansatz. Lass es, Lara. Ich will zur Seite gehen. Ach, das geht nicht, wenn man vor einer Kletterwand steht. Nee, wenn ich nach links gehe. Okay. So. Heißt, unser Weg verlängert sich, was vermutlich zu unserem Tod führt. Aber dann wissen wir wenigstens den Grund im Voraus. Ist doch auch was Cooles. So, und jetzt nach links direkt. Nach rechts. Genau. Jetzt bist du davor. Mann, ich hasse dieses Spiel.
Was? Wie soll man denn da sehen, wo man hin muss? Mäh, mäh, mäh. So. 3. Ich habe übrigens die Seite gefunden, wo es, ich höre aber jetzt auch Stimmen. In ja. deinem Kopfhörer? Anscheinend. Da? Ja. Ach so, ey. Ja, das ist ja egal. Das kannst du ruhig laufen lassen. Es war nur gerade verwirrend irgendwie. Ich höre tote Menschen. Okay, Schnapsleichen. Wir lassen die Stimmen laufen. Was war das denn jetzt? Da sind Stimmen. Also, was ist die sogenannte Smile-Linie? Also es gibt Witze, die übertreten eine bestimmte Linie und dann... Nein. Es gibt Witze, die übertreten eine bestimmte Linie nicht und dann muss man nur lächeln und nicht lachen. Das war nicht lustig. Das war so ein Witz. Ich glaube ja die Smile-Linie. Warum stellt ihr peinliche Fragen? Was das waren doch Fragen aus Genial daneben. Wir haben eine 3 gewürfelt, Leute. Jetzt seid ihr verwirrt. Ja, eine 3 ist Frage aus Genial daneben. EJ, spar dir die Frage ruhig auf. Was hat EJ gefragt? No. Das da. EJ, Strafsaufen. Was ist die Antwort? Nagelkosmetik. Wenn die Nägel vorne weiß angemalt werden, sieht der Übergang zwischen der weißen Farbe und dem hautfarbenen Rest aus wie ein Lächeln. Nein, nur wenn man eine kranke Tussi ist, die jeden Tag ins Nagelstudio geht wahrscheinlich. Das ist die Smile-Linie. Okay. Das hat sich bestimmt irgendwer ausgedacht. Hallo, XY, Emre, X. Hallo. EJ muss strafsaufen, oh nein. So, weiter geht's. Also ganz ehrlich, Leute, war das denn jetzt eben, könnt ihr uns kurz einen Tipp geben, war das eben, was wir gemacht haben, richtig? Oder, weil du bist ja dann so in die Wand rein. Ja, du liest den Chat immer genau dann nicht, wenn die Leute sagen, wie es weitergeht, habe ich das Gefühl. Was haben sie denn gesagt? Links hätten wir hin müssen, wie sie schon geschrieben hatten, links. Ja, das weiß ich, aber das sind wir doch. Wir sind rechts. Sie hat sich gedreht und wir sind rechts, wir hätten dann aber links. Die okay. Leute meinten links von ihr aus, wenn okay. sie dort ist. Was aber sehr verwirrend ist, weil es hätte ja auch das andere links sein können. Yay. Ihr seid rechts. Du musst übrigens nicht in Caps Lock schreiben. Wir sehen das auch so. Wer schreibt denn Caps Lock? So. Boah, diese Kamera, ne? So, jetzt nach links, richtig? Ah, da. So. Okay, dass wir links ausgeschaltet haben, hat einen meiner absoluten Feinde im Internet getötet. Es ist einfach super. Wie einfach nur statt diesem scheiß Seit, Deleted Link da steht. Ja, sehr schön. So. Und jetzt geradeaus weiter wahrscheinlich, ne? Da so. Ja, ich würde davon ausgehen, ja. Okay, nee. Nee, okay, dann zurück erstmal. Wie sie ihre Stampfer in die Decke haut, ne? Ja. So. Aber wo dann? Da so. Es sieht voll komisch aus, aber wahrscheinlich.
Nur, das ist ja jetzt auch irgendwie nicht weniger weit als eben. Das führt ja zu nichts. Ist das da richtig, wo ich gerade hinschaue? Unten ist jetzt Wasser. Mhm. Wir können nicht speichern. Wie kommt ihr darauf, dass wir speichern können? Wir haben doch eben schon vor der Wand gespeichert. Ja, schreibt Ginny. Danke. Okay, probieren wir das. Okay, dann mal los. Yay, wir freuen uns total. Boah, das wird doch sowieso nichts. Nee, nie im Leben wird das was. So, Lara, jetzt hör mal zu. Okay. Sie macht irgendwas, ich weiß nur nicht was. Toll, Kamera, danke schön, sehr schön. Gut gemacht, gut gemacht. Bitte jetzt nach zu links. Zu einer Seite. Oh, Gott. Oh, wie knapp ist denn der Scheiß? Alter. Alter. Jetzt ist hier zu, wir müssen nochmal runter. Jetzt kommt noch ein Boss, oder? Mhm. Yay. Das ist wahrscheinlich immer noch der gleiche Dings, ne? Ja, wenn kein Bildschirm kommt, dann glaube ich ja. Nicht das überschreiben. Das ist unser einziger gültiger Save. Ja, leider immer noch die Horde of Seasons. Können wir also nicht laden. Ich hätte gerne eine Waffe, wo mal irgendwie mehr Munition für vorhanden ist. Okay, ich sehe schon. Die ist gut. Wenn ich rot finde. Hallo. Bestimmt wieder so eine Cutscene, die man nicht überspringen kann. Die Leute schreiben, der Boss ist noch schaffbar, obwohl wir nicht volles Leben haben. Okay. Ich weiß nur nicht, was ich machen muss. Am besten mit Kopfsprung angreifen. Sag ihr. Was denn? Jetzt habe ich die Waffe weggesteckt. Der geht so, oder? So ist richtig, ne? Also in erster Linie würde ich... Ich kann das nicht. Also ich weiß nicht, was ich machen muss. Hallo. Also die Steuerung mit der Dings ist ja wohl mal voll scheiße. Das ist ein Geist. Ich würde mal davon ausgehen, dass du ihn nicht einfach kaputt schießen kannst. Insofern würde ich die Waffe einfach wegstecken. Gucken, was da so leuchtet. Nochmal die Schrotflinte. Yay! Nicht, dass wir die nicht schon hätten. Müssen wir da vielleicht irgendwas verschießen? Ich kann nicht. Also sie aimt halt nicht. Weil der Geist ist ja unsterblich. Ja, aber ich dachte, ich kann... Ja, ging gerade gar nichts mit der Kamera. Also auf ihn schießen, wenn er erstarrt. Da war gerade ein... Achso, da lag was auf dem Boden. Die Musik ist mega laut. Also bei mir auf dem Ohr gerade. Ach, Lara. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Auf ihn scheißen, wenn er erstarrt. Schnell zur Statue mit dem blauen Licht und das Gemälde an dich nehmen. Okay. Eins. Mhm. Der Bosskampf ist gerade um einiges leichter geworden. Ja. Der Bosskampf ist einfach mega toll. Bestes Spiel aller Zeiten, Junge. Man muss doch nur das leuchtende Gemälde nehmen. Ja, welches denn und wo? Also das, worauf ich dich die ganze Zeit versucht habe hinzuweisen. Hättest du es mal nicht nur versucht, sondern es getan. Ja, du hast dann immer gemeint, ich muss hier was zerschießen. Hast dann die Waffe genommen und dann konntest du wieder nicht steuern und alles. Und ja, aber du hast mir ja nicht gesagt, was ich konkret machen soll.
Wenn du mir ja, suggeriert hast, gut, dass du einen Plan wir hast. Wir spielen weiter, würde ich sagen. Dann hätte ich ja... Nee, wir diskutieren das jetzt ja auch. Ist das dein Ernst? Alles Spaß. Scheißen, bis er gestunt ist. Also er muss, also man kann ihn durchschießen, stunnen. Okay. Nope. Zur Strafe spielst du jetzt. Ich glaube nämlich auch, dass die diese Steuerung mit dem Schießen mit der Tastatur echt beschissen ist. Ja. Du hast bisher, guck mal, was für ein Glück du hast. Du musstest bisher in diesem Spiel nicht einen Gegner töten. Doch, ich habe schon ein paar Gegner getötet mit dem Taser, aber... Ach so, das waren... Ja. Hört auf das, was Petruschka sagt. Wenn der Geist in die Nähe kommt, verschwindet das Licht wieder. Okay. Nobody cares, wir schinken. Okay, bitteschön. Prost. Okay, ich glaube, wir haben verstanden, was wir machen müssen, zumindest in der Theorie. Okay. Dann probiert Marco das jetzt. Achso, warte, du musst die Kletterpassage ich mach die Kletterpassage, machen. Ja. Kein Problem. Ich regel das. Das ist der falsche Safe. Falschen Safe geladen, Strafsaufen. Der ist es. Yay. Mhm. Jetzt dürfen wir das jedes Mal vor dem Bosskampf machen. Es sei denn, wir würfeln eine 6. Ja, ich würde sagen, lass dich einfach runterstürzen, bis wir hier eine 6 würfeln. Wo bleiben die Gronkh-Videos für Gales Taming? Ich kann diese Frage nicht ignorieren. Er fragt es die ganze Zeit im Chat schon. Ich versuche es zu ignorieren. Ja, man macht das jetzt immer, dann spendet er irgendwann. Ja, okay. Ja, die muss ich erst alle runterladen. Es dauert ein bisschen bei Gronkhs 40.000 Videos oder was er hat. Ach, du willst alle so als ein Longplay hochladen? Ja, ja, als ein Longplay, damit man es am Handy auch gemütlich anschauen kann. So. Danke, aber... Vielen Dank, Eort. Das ist natürlich alles nur Spaßlein. Wait. Mathe ist voll Kommerz, Diabo. Okay, erster Stream, den ich von euch sehe. Sagt Nobody Cares. Okay, cool. Viel Spaß. Viel Spaß. Wir sind betrunken. Wir sind betrunken, es wird bescheuert. Wir sind betrunken. Es wird gestunken. Und Schinken getrunken. Yay. Ja, ich hätte so gerne einen Safe an der Stelle. So, es ist der Tag des Markus. Des jüngsten Markus-Gerichts. Wählen auch die Shotgun aus. So. Ja, kannst du die Cutscene überspringen? Probier's. Ja. Und jetzt, tu's. Ja. Der wird gut gestunt. Okay, wann genau? Würfeln. Okay, wer hat das mit dem Stunnen vorgeschlagen? Es waren erst 17 Schuss. Ach also. So. Es haben aber Leute geschrieben, dass wir maximal 5 Mal schießen müssen. 6. Okay. Wir haben eine 6, wir können speichern vom Bosskampf. Freust du dich? Ja. Ist cool. Wieso Psychokraft? Nein, ich habe gerade nicht gedacht, was du willst, weil in meinem Kopf haben wir vorhin Bosskampf gespeichert, aber klar. Haben wir nicht. Die Kletterpassage, ja. Das denkst du nur, weil ich die machen muss. Lies mal vor, was die Leute so schreiben.
ducken, dann gibt's keinen Schaden. Warte mal, wir sollen ducken und auf ihn schießen, damit er scannt wird und... Das geht doch gar nicht. Also ich glaube nicht, dass man in dem Spiel ducken und schießen kann. Das... Also... Weil sie kriecht dann ja. Also Leute, bitte nur ernst gemeinte Tipps. Ja. Es ist schon schlimm hier noch. Wenn ihr wahre Freude sehen wollt, dann schaut euch den Marco an. Wie sie immer denken, ich gucke total grimmig und kriesgrämig und... Im Grunde genommen hätten wir einfach den anderen Safe für legal erklären können. Warum? Dann hättest du das jetzt... Also nein, wie, meine ich. Wie willst du das legitimieren? Stimmt, nein, das geht nicht. Wir können nicht im Nachhinein den Safe als legal erklären, weil dann müssten wir Leistungen ja nicht mehr bringen und hätten das sozusagen geht gar nicht. Auf Kredit gespeichert. Stimmt. Auf Kredit gespeichert. Speichern auf Kredit. Eine Dokumentation von Marconius Cornelius. Oh. Was war bisher deine größte Zuschauerzahl? 60.000, glaube ich. Ich glaube, er meint im Stream. Ach, ja, 60.000 hatte ich, als ich den Strip-Stream gemacht habe. Nein, 169 waren das. Wegen der 69. Eigentlich, das einmal hast du mir echt gemerkt. 169 waren es, ja. Mit Hechtsprung rein in den Geist. Ja, natürlich. 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 So, wir speichern jetzt. Nach der Cutscene. Sie hat sich auch die 169 gemerkt, ne? Also. Ich überschreibe den ungültigen Save und jetzt viel Spaß! Was machst du denn da? Tob dich aus, Junge. Das wird jetzt aber sarkastisch hier. Kann sie schießen im Kriechen? Nein. Nein. Sie kann weder schießen noch scheißen. Tschüssi. Oh, beziehungsweise doch. Oh. Und dann kriegt man keinen Schaden? Aber wann ist der denn mal gestunt? Und merkt, kriegt man das mit oder ist der eher so undercover gestunt? Jetzt vielleicht irgendwie? Ja, bestimmt. Lara, Waffe weg, sonst kannst du nicht. Diese Kamera. Wer hat diese Kamera bitte? Also okay, es gibt ganz viele Gemälde und irgendwo ist ein leuchtendes oder was. Da, ja, das hatte gerade geleuchtet. Also man, es sind auch noch unterschiedliche und ducken wieder, genau. Es sind auch noch unterschiedliche. Ich glaube, dieses Spiel wird echt exponentiell bescheuerter, je weiter man voranschreitet, oder? Mann, macht das nun Spaß. Man müsste erst das Gemälde aufheben. Nee, man kann... Also das Gemälde... Da leuchtet jetzt das Gemälde. Tot. Ich glaube ja, der Boss geht einfach nicht. Zwei. Okay, also der Uso... Nee, ist noch nicht ganz leer. Okay. Aber fast. So. Bück dich hoch, yeah. Das sieht es sehr, sehr cool. Ich mag das. Ich mag Deichkind übrigens sehr gern. Ich finde die Texte von denen genial. Ja. Also nicht okay. Du, nicht du, Lara. Hör auf! Ich will doch einfach nur gucken, welches Gemälde leuchtet. Prost! Fail des Jahrtausends. Das Spiel, ja. So, das Gemälde hört auf zu leuchten, wenn ich mich nähere. Was? Ja. Ist das vielleicht Zeit, also dass immer eins dann kann leuchtet? Ich nicht ducken. Da ist es aus. Okay. Wo ist das andere? Ja, vielleicht ja. Muss er gestunt sein.
in der Zeit. Ja, das wird sein. Jetzt hast du trotzdem Schaden bekommen, nur nicht so viel. Nicht so, als gäbe es ein System. Der weiße Bus, er hat alle getrunken. Nee, jetzt habe ich noch keinen getrunken. Ne? Irgendwer schrieb vorhin, nein, ich auch noch nicht. Irgendwer schrieb vorhin, dass wenn der Geist in der Nähe ist, es nicht mehr leuchtet. Ja, okay, also der muss deswegen gestunt sein, weil er weg sein muss von dem Leuchten. Doof, ey. Danke für den Hinweis, Powerbogen. Also von dem Urheber des, naja. Danke für den Hinweis auf den Hinweis. Oh Mann, dieser Typ, ich will nicht mehr mit dem Spiel. Ich will nicht mehr mit dem Spiel. Ist das sein Ernst? Wie soll ich jetzt Schaden bekommen? Ich will keinen Schaden. Die ist halt so. Jetzt. Die ist halt so vollkommen Feedback gefreit ist. Jetzt hat er einfach nur rumgestanden und gar nichts gemacht. Okay, da ist er wieder. Also er ist. Moment, darf ich das nochmal? Er ist also für so lange betäubt, wie ich brauche, um aufzustehen. Das heißt, ich kann das nicht machen, während ich geduckt bin. Sehe ich das richtig? Offenbar nicht. Halt! Wir wollten uns das teilen. Ey, ich dachte, du hättest deinen Teil schon getrunken. Nein. Ups. Scheiße! Mann! Ich dachte, kurz zur Erklärung, es kommt cooler, wenn ich dann einfach so hingreife. So, fertig. Aber anscheinend hat dir jemand seinen Teil noch nicht getrunken, ne? Mhm. Ach man, Avada Kedavra, was? Heißt das nicht Kedavra? So, das ist jetzt der Rest. Das sind nochmal zwei. Sauffell, Strafsaufen, sag mal, seid ihr noch bescheuert? Also ja, aber ich meine. Seid ihr noch bescheuert? So, Sechs! Wir können speichern im Bosskampf. Im Bosskampf, ja. Super. Scheiße. Willst du es probieren? Ja, kann ich gerne machen. Ich werde nie zitiert werden. Marco 2016.